So, und da kommen wir wieder zurück zu Let's Play Far Cry 3 in der letzten Folge. Oh, jetzt hat's kurz geleckt. In der letzten Folge haben wir schon versucht, sind wir schon an der Medusa angekommen, also diesem Schiff, wo die Funker Informationen übertragen. Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Schon Kamera zücken. So. Weil wir müssen ja jetzt hier das ausspielen und die alle lautlos töten. So. Haben wir erstmal die ausgespäht und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir uns hier so lautlos und leise wie möglich bewegen. Und das geht am besten, wenn wir die Gegner etwas weiter. Okay, Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. Ja, es ist jetzt wirklich Zeit. Zeit, sie zu erledigen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich noch geheult wie ein Muttersöhnchen. Jetzt ist er zum Profikiller mutiert. Einmal merkt schon. Ja, jetzt gucken wir schon weg. So. Munition wieder ein bisschen aufgenommen. Der Typ da hinten hat es noch nicht gecheckt. Pokerchip aber eingesammelt. Ich hoffe, wir machen den jetzt kalt. Ah, wir können klettern. Mir geht's gar nicht gut. Ich brauche einen Schuss, verdammt nochmal. Was war das? Oh, alarmiert sind die jetzt? Gar nicht gut. Also ich stelle mich nicht besonders gut an als lautloser Killer. Muss ich ehrlich zugeben, also da bin ich wirklich beschissen drin. Da bin ich ein bisschen zu weit vor, hab da gar nicht dran gedacht. Ich muss die Kamera ein bisschen besser nutzen, erstmal vorher wirklich ausspähen. Und vielleicht kann man ja hier schon. Nee, kann man nicht. Er zückt hier nicht die Kamera. Das ist vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Normalerweise überlebt man ja so einen Sprung mal nicht. Jedenfalls nicht unbeschadet.
Und ich weiß nicht, wie viel der Versuch das jetzt schon wieder ist. Das müsste jetzt schon der dritte oder vierte sein. Ne, der dritte. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin, etwas besser hin. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Richtig. So. Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. Nehmen wir ihn uns und zack. Ja, der Tickdown ist schon ganz praktisch. So, wir befinden uns immer noch in Deckung. Entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin. So, da könnte man jetzt... Ich habe noch Tod von oben, glaube ich, gelernt. Ich werde auch die Kiste da plündern, sobald er weg ist. Gut, er scheint nicht mehr herzugucken. Noch einen kaputten Teddybär. Ich würde sagen, wir laufen mal hier lang, gucken, was wir noch hier einsammeln können. Die scheinen ja hier reichlich Zeug zu haben. Da scheint was im Gang zu sein. Hier ist eine Art kleine Brücke hier oben. Ich hasse es hier! Es sind zwei auf einmal, da will ich nicht so wirklich. Sollte ich mich vorsichtig vorbewegen? Die gucken gerade beide nicht. Ich warte schon mal jetzt hier so lang. In der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Aber ich muss sagen, da steigt natürlich auch die Spannung schon bei mir. Ja, es ist ganz schön viel Schleichen, was man hier muss, um zu überleben, aber wir haben auch nicht das beste Equipment, um es gleich mit allen Piraten aufzunehmen. Allein schon, dass wir nicht so viel Munition bei uns haben können, ist natürlich negativ. Und so ein Riesenschütz ist er jetzt auch nicht. Ja, und ich habe ganz vergessen, heute ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche natürlich allen Familien und allen, die hier zuschauen, natürlich eine frohe Weihnachten. Besinnliche Zeit. Habe ich in der ersten Folge vergessen, da war ja Heiligabend, da ist ja Bescherung. Ich hoffe, man hat euch ordentlich beschert. War ja eine schöne Bescherung und ihr konntet auch euren Lieben
eine Freude bereiten. Mir würde langsam eine Freude bereiten, wenn ich wüsste, wie ich jetzt am besten vorgehe. Ich würde sagen, ich schalte erstmal den einen dort aus irgendwie, aber da ist noch einer, das wissen wir ja. Aus einem meiner gescheiterten Versuche. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt bei Fähigkeiten, ich gucke jetzt gerade mal, nee, falsch. Achtung, warte, bis die Verbindung zu... Ja, nee, ich habe jetzt hier... Tod von oben, ja, das haben wir gut. Langsam wird es langweilig. Wenn ich den jetzt von oben kille, sieht das doch der andere, oder? Ja, der sieht das. Die sind mir zu nah aneinander geklatscht. Also wäre mein Plan jetzt erstmal wieder vom Schiff runter irgendwie. Komme ich jetzt hier. Ja, das wäre jetzt geil. Ich würde sagen, ich werfe da erstmal einen Stein hin. Da jemand? Eine Stripperin, hoffe ich. Langsam wird es langweilig. Scheint ihn nicht zu interessieren. Also wirklich die intelligentesten Piraten sind es nicht. Der hat nicht direkt hingesehen, er sieht mich nicht. Das bitte klingt hier so. Hier ist eine Leiche. Jetzt wirst du sterben, du Asche. Schade. Da bin ich so behutsam vorgegangen und war auch sehr ruhig. Schon wieder der gescheiterte Versuch. Ich werde jetzt das Ganze so machen, wenn ich die vier kalt gemacht habe, geht das dann so in der nächsten Folge weiter. Weil ich will euch nicht meine ganzen Fails nochmal zeigen. Es muss natürlich ein bisschen besser laufen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß.